Hallo und herzlich willkommen bei mir im Atelier. Es freut mich sehr, dass du da bist und ich eine weitere Folge von meinem Videoblog mit dir teilen kann. Schau mir hier gerne über die Schulter, was so entsteht im Atelier. Und ja, jetzt ist ja die Zeit gekommen, in der es draußen wieder kälter ist. Und da ist es besonders schön, es sich gemütlich zu machen in deinem Kreativraum, in deiner Kreativecke. Vielleicht auch dir eine Kerze anzuzünden oder ja, gute Musik aufzulegen, einen schönen warmen Tee zu machen. Oder ein Kakao oder ein Kaffee. Und das richtig zu genießen, so dieses mit dir alleine kreativ sein und ja, dich entfalten und dich ausdrücken in deinem kreativen Raum, in deiner kreativen Zeit. Und heute zeige ich dir, wie ich ein paar einfache Zeichnungen gemacht habe, ganz locker und leicht. Und ja, wie das ganz einfach geht, kannst auch gleich mitzeichnen, wenn du magst. Und ja, lass dich überraschen, was da alles so entstanden ist. Und ja, du wirst hoffentlich viel Freude daran haben und auch Inspiration finden in diesem Video. Das wünsche ich mir für dich. Und ja, jetzt lass uns starten. In meiner kreativen Me-Time habe ich zwei Bilder erstellt und zwar ging es mir darum, ein bisschen mit den Medien zu spielen, ganz locker zu sein und dabei einfach nur Spaß zu haben. Also komm mit auf diese kleine Reise und ich zeige dir, wie ich da vorgegangen bin. Mal gerne gleich mit, wenn du möchtest. Oder schau sie einfach an und lass dich inspirieren. Für meine kreative Me-Time schaue ich immer, dass es mir gut geht, dass ich es mir gemütlich mache und vielleicht auch einmal eine Kerze anzünden kann. Hier habe ich solche Kränze gebunden jetzt für mich. Und auch das ist eine Art kreative Arbeit. Ich habe da Blumen getrocknet, gesammelt im Garten oder auch aus dem Blumenladen, dann ein paar Schmuckelemente besorgt, ausgeschnitten und diesen schönen goldenen Ring. Also tatsächlich, wenn ich da meine Türe öffne zu meinem kleinen Vorratsraum mit den Leinwänden, dann sieht man, ich habe noch einen zweiten und dann sogar noch einen dritten solchen Ring gemacht. Diese getrockneten Blumen inspirieren mich einfach sehr und ich wollte da auch mal was dazu malen. Überall in meinem Atelier findet man Gold. Das hat sich so in den letzten Jahren irgendwie ergeben, dass Gold mich sehr anzieht. Und auch diese organischen Formen, diese Blattformen, die gefallen mir sehr und ich gehe immer davon aus, dass ich mich von meinen Vorlieben leiten lasse in meiner kreativen Zeit mit mir. Wie gesagt, mache ich es so, dass ich mich gut vorbereite. Ich richte einen Platz ein. Zünde eine Kerze an, lasse schöne Musik laufen und dann habe ich hier auch noch ein kleines Windlicht gebastelt, das hinplatziert. Einfach alles, was mich inspiriert, das stelle ich hier in die Nähe meines Arbeitsplatzes. Mein Arbeitsplatz hier ist nicht groß, den großen Tisch habe ich für den Computer und die Grafik für das Malen und diesen kleinen Tisch habe ich mir eingerichtet, einfach eben für so kleine Kreativsessions.
Ich nehme mir also meine Farben zur Hand, suche so ein paar Farben zusammen, sowohl meine Lieblingsfarben wie die Farben, die gerade meiner Stimmung entsprechen, aber auch Farben, die ich in den Blumenstrauß oder in den Blumenkranz hier wiederfinde. Und das suche ich da so zusammen, lege mir Pinsel bereit, ein Maltuch, frisches Wasser, eine Form zum Anrühren oder Mischen der Farbe und in diesem Fall auch Goldstift, aber auch Aquarellfarbe und im Speziellen hier auch Aquarellfarbe in Gold. Die habe ich schon länger, aber die ist noch nicht so viel zum Einsatz gekommen. Und jetzt beginne ich einfach ganz locker und leicht vor mich hin zu malen. Also wenn du magst, mach das gerne auch. Dazu bespanne ein Aquarellpapierblatt auf deine Tischoberfläche, auf deine Unterlage, Malunterlage, wie auch immer. Ich nehme hier Tapezierband, weil sich das Tapezierband gut und streifenfrei wieder lösen lässt vom Papier und dass dieses auch nicht schädigt dann. So gehe ich also dann sehr locker zu Werke, beginne so erste einzelne Formen hinzupinseln, wirklich sehr locker aus dem Handgelenk. Und genau darum soll es hier auch gehen, um das leichte und lockere Malen. Über dieses Lockersein werde ich später noch etwas sagen, denn in diesem Video soll es ja nicht nur darum gehen, wie man etwas malt, wie man vorgeht, sondern vor allem ist es mir ein Anliegen, hier auch über das kreative Mindset zu sprechen, darüber zu sprechen, wie du dich motivieren kannst, regelmäßig kreativ zu sein und auch hier im Besonderen, was es dir bringt, wenn du dir deine kreative Me-Time, deine Ich-Zeit schenkst. Es ist tatsächlich ein Geschenk an dich selbst. Und ja, dann würde ich vorschlagen, male einfach mit, male drauf los. Ich habe jetzt hier schon ein paar Grundelemente hinzugefügt und dann erzähle ich dir kurz was über das Lockermalen. In dieser Folge geht es um das lockere Malen und Zeichnen, um das Gestalten in Freude und Leichtigkeit. Und dabei ist es wichtig, dass du dich auch darauf achtest, wie dein Körper ist. Ist dein Körper locker oder hast du deinen Stift, deinen Pinsel verkrampft? Das wird immer ein Spiegel dessen sein, was deine Gedanken sind. Nach meiner Erfahrung ist es so, dass ich beginne, mich zu verkrampfen und eben nicht mehr locker zu gestalten, wenn mein innerer Kritiker beginnt, mit mir zu sprechen. Und ich habe mir angewöhnt, ihn sprechen zu lassen und mit ihm in Dialog zu treten. Das bedeutet, dass ich meine kritischen Gedanken willkommen heiße, aber sie trotzdem nicht zu wichtig nehme. Ich habe festgestellt, wenn ich das Ganze, also diese kritischen Gedanken, meine ich damit, wegdrücke, dass sie dann immer stärker und größer werden und sich dann in meinem Körper wie manifestieren. Also es sind diese weggedrückten negativen Gedanken, kritischen Bewertungen, die ich nicht haben möchte im Moment, die sich dann als verkrampfte Hand auch wieder äußern. Achte dich auch darauf, wie dein Gesicht ist. Also oft habe ich auch so, dass mein Kiefer sich anspannt, wenn ich verkrampft werde. Also da kannst du auch ein bisschen dich locker machen, indem du zwischendurch auch ein Lied oder einen Song spielst und mitsingst. Oder dass du ein anderes Blatt Papier zur Hand nimmst und dann einfach zu Musik etwas hinkritzelst. Und was ich auch bemerkt habe, ist, dass ich dieses Lockere aus dem Handgelenk herauspinseln,
dass ich das sehr mag und dass ich dann eher mit der ganzen Hand oder dem ganzen Unterarm zu bewegen beginne, wenn ich verkrampft bin. Also ist es auch eine Methode, einfach so aus dem Handgelenk wirklich locker zu zeichnen, wenn du deine Handgelenke bewusst auch etwas lockerst vor dem Malen oder zwischendurch immer wieder. Bei uns zu Hause wird sehr viel Musik gespielt und da mein jüngster Sohn spielt Schlagzeug und kürzlich im Schlagzeugunterricht ist mir das eben auch aufgefallen. Das ist beim Musikmachen ja absolut dasselbe. Wenn du den Drumstick nicht locker hältst und nicht aus dem Handgelenk heraus Schlagzeug spielst, hast du am Ende so verkrampfte Schultern und musst so viel Kraft aufwenden, dass es absolut anstrengend und wenig freudvoll ist, Musik zu machen. Und darin liegt auch die Kunst, dich immer wieder in neue Gebiete hineinzuwagen und trotzdem locker zu sein. Denn das ist das Nächste. Also es ist ja klar, dass wir alle dort am wohlsten sind, wo wir Gewohnheiten bereits etabliert haben. Aber es macht viel mehr Spaß, wenn wir immer wieder ein wenig hinauskommen aus unserer Box und aus dieser Komfortzone ein wenig hinauskommen und so diese Lernzone betreten, in der wir Neues lernen. Vielleicht mal eine andere Herangehensweise üben. Einfach so dieses Neugierigsein auch ein wenig zelebrieren. Ich versuche das immer wieder auch, indem ich zum Beispiel auch an Orten male, draußen oder auch manchmal skizziere, wenn Menschen mir dabei zusehen und ich ganz bewusst versuche, bei mir zu bleiben und locker zu bleiben. Und es ist auch schön, wenn man manchmal einfach auch anders beginnt. Also vielleicht auch mal zuerst den Hintergrund malt und dann den Vordergrund oder eine Komposition spontan aufbaut, einfach so nach der nächsten Eingebung. So von Eingebung sozusagen das Bild aufbaut und gar nicht so eine fixe Vorstellung hat vorab, wie es aussehen wird. Also der Bildvision genug Raum für eben diese Fantasie, für dieses Spontane zu lassen. Ich persönlich finde es fast nichts Schlimmeres für mich als so dieses Malen nach Zahlen, weil wenn ich ein Bild exakt vorgezeichnet habe und dann nur noch Flächen ausmale und Konturen schön nachziehe, das wird mir relativ schnell langweilig. Ich finde, das Experiment und das Lebendige, das Skizzenhafte, das darf auch sein. Es muss ja nicht aussehen wie gedruckt. Wenn ich etwas möchte, das aussehen soll wie gedruckt, dann zeichne ich das als Vektorgrafik und lasse das von einem Drucker produzieren. Das mache ich ja als Grafikerin ständig. Wenn ich aber male, möchte ich auch diesen Duktus haben und diese Bewegung des Handgelenks im Bild sehen. Und genau das, darum geht es hier in dieser Folge, dass das Lockere einfach auch Platz haben darf. Ja, und nun ist das erste Bild auch schon bald fertig. Mach da einfach so lange weiter, bis es für dich stimmt. Es ist manchmal sehr schwierig, dass man nicht zu viel macht. Deshalb höre ich meist dann auf, wenn ich das Gefühl habe, ja, es ist noch nicht ganz fertig, ich könnte noch mehr machen, aber jetzt, ja, setze ich einen Schlussstrich. Ja, das ist das erste Bild, das jetzt so entstanden ist. Und wie du gesehen hast, haben wir hier zuerst nass gearbeitet und sind dann mit den trockenen Medien darüber, haben dann wieder mit den nassen Farben, mit der Gouache darüber gearbeitet. Es war ein lockeres Hin und Her,
mit den verschiedenen Medien, auch einen Mix davon. Und jetzt werden wir noch eine zweite Variante machen. In dieser zweiten Variante geht es eigentlich darum, dass wir einmal die Vorgehensweise umkehren. Denn auch das ist eine sehr schöne Methode, locker zu sein und dich eben auch zu lösen von deiner Box, in der du dich immer befindest. Wir gehen hier wieder vor wie vorhin, fixieren das Blatt auf der Unterlage. Und hier mache ich jetzt eine kleine Vorzeichnung noch mit Bleistift. Das mache ich eigentlich sonst nicht, aber ich wollte hier einfach zeigen, wie man hier vorgehen kann, wenn man, ja, soll ich sagen, vielleicht noch nicht so geübt ist. Dann braucht man auch so ein paar Vorlagen oder Vorzeichnungslinien. Auch hier baue ich wieder locker und leicht das Ganze auf. Ich beginne jetzt hier eben mit den Stiften. Und zwar habe ich hier Stifte genommen, die wasserlöslich sind. Und das ist ja auch was ganz Schönes, wenn man wasserlösliche und nicht wasserlösliche Stifte mischt. So wie ich jetzt gerade mit diesem Dunkelrot, diesem Weinrot und auch diesem Gold. Dann hat man verschiedene Effekte. Weil wir werden dann später mit Nass, mit der Aquarellfarbe darüber gehen. Und einige Teile werden sich auflösen, andere Teile nicht. Ich habe hier den Prozess etwas vorgespult, wie du siehst, ganz etwas beschleunigt zum Teil. Einfach nur, ja, damit es nicht so langweilig wird für dich da, mir zuzusehen. Ich denke, du verstehst das Prinzip so schon ganz gut. Und ja, dann eben auch wieder mit dem Stift in die nassen Flächen zu arbeiten, ist etwas Schönes. Also hier auch sehr locker zu sein mit den Techniken nass in nass, trocken auf nass oder eben auch nass auf trocken. Dass du das alles ein bisschen mischt und da dich locker machst mit diesen, ja, diesen konformen Vorgehensweisen, die es da gibt. Jetzt nutze ich auch gerade meinen Aquarellstift für den Hintergrund. Das heißt, ich mische einfach so drei Farben, die ich benutzt habe, für den Kranz, mache oben Linien, verwische die da mit einem ganz weichen Pinsel, der viel Wasser aufnehmen kann, und lasse das trocknen. Nun habe ich mir ein paar Stifte, Farbstifte herausgesucht und die passen auch farblich zu den anderen. Das ist auch recht wichtig, dass du das aufeinander abstimmst. Und da, jetzt überarbeite ich den Farbstifte, Buntstifte geben so eine schöne Struktur in die bereits vorhandenen Flächen. Und natürlich kannst du hier auch so wie ich noch ein wenig nacharbeiten, hier deinen Hintergrund noch etwas weiter verfeinern und auch farblich und vielleicht auch einen Verlauf hineinbringen. Das macht es immer ganz spannend. Ja, und das wäre es schon mit diesem zweiten Bild. Das ist jetzt wirklich auch sehr viel schneller und leichter von der Hand gegangen. Ich habe dieses Bild wirklich sehr schnell hinbekommen. Ja, versuch es einfach aus oder du kannst natürlich hier auch ein anderes Motiv nehmen. Natürlich müssen das nicht Blumenkränze sein. Nimm die Farben, die dich inspirieren. Nimm die Vorlagen, die dich inspirieren. Schaffe dir eine inspirierende Umgebung. Und vor allem, das finde ich das Wichtigste, schaffe dir einen Zeitraum. Schenke dir deine eigene kreative Me-Time. Das ist wirklich ein Geschenk, das du an dich selbst machst. Und es ist auch ein Geschenk, das dich über deine Zeit, die du hier verbringst, in deinem kreativen Raum, hinausstrahlt. Dass tatsächlich deine angeregte Kreativität,
deine Ausgeglichenheit, die du gewinnst dadurch. Und auch nicht zuletzt Erkenntnisse, die man über sich selbst gewinnt, wenn man mit den eigenen, vielleicht auch Blockaden oder kreativen Hemmungen und Gedanken sich auseinandersetzt, dass eben all diese Dinge sich auf alle übrigen, auf alle deine Lebensbereiche übertragen und sich dort sehr gewinnend auswirken. Ja, ich hoffe, das hat dir so gefallen und du hast eine gute Zeit gehabt und machst dir vielleicht jetzt im Anschluss zum Video auch noch eine gemütliche Zeit. Falls du nicht mitgezeichnet hast, würde ich dir das vielleicht auch empfehlen, das Video nochmal anzuschauen oder, und dann auch zu stoppen und gleich mitzumalen und dann einfach auch dein eigenes Ding damit zu machen. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, wie ich dich etwas besser unterstützen könnte in deiner Kreativzeit, und dazu habe ich das Online-Programm Flowtime entwickelt. Auch dazu gibt es eine Seite, dort findest du alle Informationen. Auf jeden Fall geht es da darum, dass du dir regelmäßig eine kreative Auszeit gönnst, dass du deinen eigenen Stil findest, dass du deine eigenen Vorlieben so zu greifen bekommst und dann auch am Ende ein Buch voller Ideen, voller Bilder, voller Inspiration hast. Schau da auch gerne mal nach, falls dich das interessiert. Oder ja, ansonsten wünsche ich dir eine schöne kreative Zeit und wir sehen uns im nächsten Video.